Wir sind von Anfang an dabei. Stolz zeigt uns Pürschat, Spitzname Chico, seine unglaubliche Summe von 9.783.563 Euro. Ich bin bis zu meinem Elternhaus gerannt. Da habe ich geklingelt. Ich sage, Mama, ich will sehen, Millionär. Er hat es geschafft. Und das will er allen zeigen. Wir dürfen dabei sein, als er sein erstes Geld ausgibt. Oh. Hey, mein Traum. Geld hat er im Überfluss und so scheint er es auch auszugeben. Aber erst gibt's zwei Tage später den nächsten Luxuswagen, einen Ferrari mit seinem Namen drauf. Den würde ich noch in schönes Wetter, nur für die Neider rausholen. Den habe ich doch gar nicht gebraucht, nur für die Leute. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich bin nicht so einer, so angibt oder so. Chico hat viel Geld gewonnen, aber auch eine Menge schon wieder ausgegeben. Wir haben überschlagen. Der schwarze Porsche kostete ca. 250.000 Euro. Den Ferrari gibt's für ca. 450.000 Euro. Sein Outfit hier ist auch komplett neu und kostet eine ganze Menge. Die Jacke ca. 1.600 Euro. Sein Shirt darunter ist dagegen ein echter Schnapper. 350 Euro. Die Umhängetasche kostet rund 1.300 Euro. Dazu kommen solche Schätzchen wie diese Uhr. Die gibt's für ca. 32.000 Euro und diese neue Uhr für ca. 100.000 Euro. Nicht zu vergessen, sein Lieblingscafé soll Chico ebenfalls gekauft haben. In der Straße gilt ein Quadratmeterpreis von 1.550 Euro. Bei einer angenommenen Größe von ca. 70 Quadratmetern würde das Café rund 110.000 Euro kosten. Auch ein Penthouse in Istanbul ist jetzt seins. Das kostet mit Blick auf den Bosporus schon mal 1,5 Millionen Euro. Dazu kommt natürlich seine Lottospielerei. Erst diese Woche hat er für 1.000 Euro gespielt, aber immerhin damit schon wieder gewonnen. 1.700 Euro. Am Samstag ging's dann nochmal richtig shoppen in Amsterdam. Hier parkt Chico vor der Luxusmarke Cartier. Insgesamt haute Chico bei dem Ausflug 50.000 Euro für Designerklamotten raus. Mit diesen Ausgaben dürften die ersten 3 Millionen schon locker weg sein.